time to the days when our love was new. Do you remember? Yeah, no matter what was happening, I was there with you. But if we all stand up, what we believe, and maybe live within our possibilities, the world would be wild for the dream. So baby, don't turn around. Dankeschön. Jonas! Olli! Das war gut! Ehrlich, klasse! Dankeschön. Und das ist hinter dir! Ab jetzt ist nur noch feiern. Schönes Gefühl, oder? Ja. Zu unserer Zeit war das noch Dan Hartman, der das Lied gesungen hat. Wird nicht jünger. Hier ist dein Juryurteil. Xavier, letzte Woche hat er Deutsch gesungen, diesmal Englisch. Was hat dir besser gefallen? Ich fand es heute super, aber er macht es auch einfach gut. Also er steigert sich auch immer so ein bisschen so, dass ich sage, ja, genau so. Also heute denke ich, dass ich, wenn du nächste Woche noch dabei bist, dass wir da sogar miterleben, wie du wirklich mal die Sau rauslässt. Also es war kurz davor heute. Und ich erkenne immer mehr einen Künstler in dir, der tatsächlich 90 Minuten, 2 Stunden ausfüllen könnte und die Leute bleiben bei der Sache. Also weiter so, Jungs. Dankeschön. Oh, Anna, wie hat's dir gefallen? Weißt du, Jonas, ich finde einfach... Siehst du, die Mädels sind begeistert. Jonas, ich finde einfach, dass du das Zeug dafür hast, um auf die Bühne zu stehen. Und ich finde es einfach großartig, wie du diese Show eröffnet hast. Ja, ich hatte keine Sekunde das Gefühl, dass du hier im Wettbewerb bist und dass du zu Tode aufgeregt bist. Wahrscheinlich bist du ja, habe ich aber nichts davon gespürt. Und ich fand großartig, also auch die Wege hier auf die Bühne. Danke. Ganz toll, ganz, ganz toll. Du bist einfach eine coole Sau. Ja, nicht so bescheiden. Wie fandest du es, Pietro? Du hast ja gerade gesagt, Deutsch oder Englisch. Mir persönlich gefällst du in Deutsch besser, aber das heißt noch lange nicht, dass du in Englisch nicht auch gut bist. Du kamst zum Casting, der kleine Jonas. Ey, Jonas, Alter, du bist eine Maschine geworden. Ja, hey. Jonas, echt. Ganz wichtig bei DSS ist, dass man nicht gleich bleibt. Man muss sich weiterentwickeln von Show zu Show. Und vom Casting bis heute hast du eine krasse Entwicklung gemacht. Sehr gut, wirklich. Danke. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du letztes Mal ein bisschen mehr Ecken und Kanten gefordert von Jonas. Warst du jetzt zufrieden? Naja, Ecken und Kanten finde ich immer gut bei Künstlern. Also bei dem Titel ist erstmal Nummer 1. Die Nummer ist völlig unterschätzt. Ja? Also es ist ein locker, flockiges Lied, aber die ist mega schwer zu singen. Also der Gary Barlow ist für mich ein utopisch guter Sänger, also der von Take That. Die Nummer, mit der sind viele Leute hier vor dir völlig untergegangen. Und du nicht, ja, du hast gezeigt, dass du das kannst. Die ist schwer, aber es gibt auch was, was mir nicht so gefallen hat. Ja. Du warst so irgendwie so ein Beitänzer in der Choreo und du bist aber eigentlich jetzt der Star. Was die da machen, lass die da doch tanzen. Wir sind ja nicht bei Let's Dance oder so. Du bist der Star, ja, und du musst da machen, was du willst und locker sein und nicht da, oh, jetzt muss ich linkes Bein dahin, rechtes Bein. Das hat man noch so ein bisschen gesehen. Mach doch, was du willst. Lass die da tanzen, Mensch, und du machst da dein Ding, ja, weil sonst wirkt das so statisch. Und öffne dich noch mehr. Ey, flipp mehr aus, gib mehr Gas, ja. Ich habe dir die Anspannung gesehen, das muss noch, lass einfach los. Stell dir vor, du bist in deinem Schlafzimmer, kein Schwein guckt dir zu und so musst du das performen, ja. Okay.